Der Start von Warzone 2 rückt immer näher und der Multiplayer ist nun schon ein paar Tage draußen. Viele sind sicherlich wie ich unterwegs und haben den Multiplayer in erster Linie für Warzone gekauft, beziehungsweise sind in den letzten Jahren an diese Vorgehensweise gewöhnt worden. Denn dort war es eigentlich unumgänglich, dass man die Waffen im Multiplayer gelevelt hat und die Aufsätze zur Verfügung hatte dann fürs Loadout in Warzone. Dieses Jahr haben wir aber einen besonderen Fall, denn die Waffen brauchen nicht nur mehr als das eigene Maximallevel, sondern auch noch andere Waffen auf bestimmten Leveln, um eben diese gewünschten Aufsätze freizuschalten. Das bedeutet natürlich wieder, dass man ordentlich reingrinden muss, um genügend Waffen-XP zu erspielen. Das fällt natürlich dann irgendwie besseren Spielern manchmal leichter als etwas schlechteren, da man eben mal höhere Waffenstreaks schafft und alles im allen einen extrem langwierigen Prozess manchmal etwas schneller machen kann. Daher gibt es heute von mir die beste Klasse, um Waffen zu leveln. Das bedeutet, es gibt ganz bestimmte Granaten, Perks und Taktiken im Spiel, um das Ganze deutlich schneller zu machen. Das Gute dabei ist, es ist eigentlich scheißegal, welchen Skill ihr habt, das ist komplette Nebensache. Denn diese Methode gibt ein relativ konstantes Build ab, sodass man eigentlich immer eine konstante Möglichkeit hat, seine Waffen zu leveln. Vorher aber nochmal ein kurzer Reminder, wenn euch dieser Content gefällt, schaut gerne einmal unter dem Video, ob ihr bereits Abonnent seid und werdet sonst gerne Teil der Community. Es wird in Zukunft viel Content rund um Warzone 2 und natürlich auch Modern Warfare 2 geben. Ich habe ja bereits erwähnt, dass man bestimmte Granaten und Perks ausrüsten kann, um das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Und daher starten wir auch direkt mal in der Waffenschmiede. Zuerst rüsten wir nämlich die Ködergranaten aus, diese geben euch nämlich XP für abgelenkte Gegner. Ihr startet hier auch direkt mit zwei Granaten und habt somit schon doppelte XP und dazu nehmen wir noch ein bestimmtes Starter-Perk, nämlich das für zusätzliche taktische Ausrüstung. Damit habt ihr gleich drei Ködergranaten vom Start an in der Tasche drin und habt damit quasi Triple XP auf den Ködergranaten. Der nächste Schritt in der Vorbereitung ist nun, dass ihr Abschuss bestätigt sucht. Und zwar nur diesen Modus, denn dort gibt es die meiste Erfahrung für eure Waffen. Jeder Abschuss gibt an sich schon mal welche, jede eingesammelte Marke der Gegner und der Verbündeten ebenfalls. Außerdem gibt es jedes Mal, und haltet euch da fest, wenn ihr eure eigene Marke einsammelt, 250 XP. Das ist eigentlich lächerlich viel, das sind 2,5 Kills. Ihr merkt also, das Ganze wird schon ziemlich schnell ziemlich viel und ihr könnt hier komplett ohne Abschüsse quasi langlaufen und einfach Marken einsammeln und bekommt XP. Das ist gerade, wenn man mal das Einsatzschild oder die Raketenwerfer levelt, ziemlich von Vorteil und man kriegt eigentlich XP, die man sonst niemals bekommen könnte. Wichtig jetzt noch, versucht dann, wenn ihr sterbt, auch nach eurem Tod einfach eure eigene Marke einzusammeln. Die bleiben nämlich ja, des Öfteren tatsächlich auch einfach mal liegen. Gerade wenn ihr gesniped werdet oder mit Granaten gekillt werdet, dann lohnt sich das nämlich richtig. Im Hintergrund seht ihr gerade auch das Gameplay dazu. Gerade die Ködergranaten helfen da wirklich sehr, konstant XP reinzubekommen, mal 15, mal 45. Und gerade wenn ihr drei auf einmal werft und die meinetwegen alle 6 Gegner treffen, kriegt ihr einen riesen Haufen gratis XP einfach auf eure Waffe drauf. Und zwar auf die, die ihr gerade in der Hand habt. Ihr könnt somit theoretisch auch zwei Waffen in einem Game leveln, indem ihr einfach mal ein bisschen die Waffen wechselt in eurer Hand, die Granaten werft und die Waffe dabei in der Hand habt. Also die Taktik ist in dem Fall relativ einfach. Ihr pfeffert einfach am Anfang eure drei Ködergranaten in die Mitte der Map, beziehungsweise da, wo ihr gerade die Gegner vermutet. Und das macht ihr jedes Mal, wenn ihr spawnt. Dann wartet ihr einfach ein bisschen und die XP kommt ganz von alleine rein. Währenddessen sammelt ihr ein paar Marken ein, schießt Gegner ab, die ihr findet und könnt eigentlich relativ entspannt reinzocken, ohne irgendwie auf Abschüsse und Tode zu achten, sondern könnt jede Waffe relativ konstant hochleveln. Das ist dann nämlich relativ simpel mit der XP und irgendwie auch für jeden Skilltypen die gleiche Herausforderung. Natürlich, je mehr Kills ihr macht, je mehr Marken ihr sammelt, desto mehr, aber das ist quasi für alle möglich und das ist das Schöne an dieser Methode. Warum diese Granaten jetzt so viel geben im Vergleich zu Blendgranaten, Betäubungsgranaten etc., das weiß wirklich niemand, aber in dem Fall nehmt es einfach mit, wie es ist, rüstet die Ködergranaten auf, nehmt das Perk dazu und schmettert die Dinger einfach auf die Map. Das ist in dem Fall auch kein Glitch, wie manch andere Methoden, die ich auch überlegt habe vorzustellen, aber das ist gar nicht so mein Fall, von daher, das ist wirklich eine der besten Methoden, die ihr machen könnt, ohne irgendwelche Glitches zu abusen und auf der sicheren Seite zu sein, was das Gameplay angeht. Wenn ihr jetzt noch in der Lage seid, bestimmte Doppel-XP-Tokens zu zünden, also wenn ihr beispielsweise Vorbesteller seid von einer Vault Edition oder beispielsweise das Bundle im Shop gekauft hattet, dann macht das am besten mit dieser Methode, denn dann verdoppelt ihr eben auch noch diese Erfahrung. Das sorgt dann dafür, dass ihr relativ viele Level in einem Game bekommt und das halt konstant machen könnt. Bevor ihr jetzt noch mehr Zeit verliert, bitte rein ins Game und ein bisschen die Waffen hochleveln. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Haut rein!